In dieser Woche ist die Sprache unser Wochenthema. In Tirol gibt es teils große Unterschiede im Dialekt und besondere Bezeichnungen für so allerhand Dinge. Sich kampeln ist ja einfach, aber wissen Sie, was ein Bostatter ist oder was ein Glufen darstellen soll? Meine Kollegin Lisa hat als Salzburgerin davon keine Ahnung, sich aber trotzdem einem Tiroler Dialekttest gestellt. Ob sie den bestanden hat und ob die Tiroler selbst wissen, was das alles ist, das sehen Sie jetzt bei uns. Lisa testet, wie gut sie die Tiroler Sprache beherrscht. Der Online-Dialekt-Test stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Na dann, lassen wir sie mal grübeln und schauen inzwischen ins Ober- und Unterland. Dort gibt es nicht immer verständliche Wörter. Fahrt ist jetzt das, was ich jetzt zum Beispiel da habe, nicht? Ein Hemd. Wir, das ist grausig. Hast du das anstrengend? Die Dachin ist die drauf, nicht? Ein Fiester, das war ein Schurz. Mötz ist ein Klastier, ne? Ein Dirm hast du manchmal. Arschling heißt nach hinten fahren. Bienenhonig ist der Hunk. Interbeig ist Int gegenüber. Fischling heißt nach vorn fahren. Hoffentlich, wenn man etwas vorsichtig machen soll, also aufpassen, dass der da runterfällt. Ein Radlbegen, das ist ein Fahrzeug, das ähnlich ist wie eine Schubkarre. Türken, das sind die Maiskolben. Ein Specker, das ist eine Tonkugel, welche glasiert ist. Es rast, wenn der Wind in Bäume reinfährt und die knarren dann, wenn sie aneinander reiben. Die Tatschen sind dasselbe wie die Tschutschen. Grimselig, wenn mein Kopf nicht ganz sauber ist und schwankt und dahin wackelt. Und die Tschutschen sind dasselbe wie die Tannenzapfen. Wie Sie sehen, ich habe den Test zum bestanden. Und jetzt werden wir die Tiroler fragen, ob die das auch können. Was ist eine Glufe? Das weiß ich nicht. Ein Glufen, ja, das ist eine Sicherheitsnadel. Eine Glufe ist eine Sicherheitsnadel. Das habe ich noch nie gehört. Wenn ich meine Matten kampelt? Ja, das sind die Haarkampeln, oder? Meine Haare frisieren. Meine Haarkampeln. Haare kämmen. Die Mattenkampeln, die Haare frisieren. Genau. Was ist denn ein Aachkatzelschwaf? Das weiß ich nicht, aber ich habe schon mal gehört. Der Schwanz vom Aachkatzel. Der Schwanz eines Eichhörnchens. Genau. Um es korrekt politisch zu sagen. Von Eichhörnchen der Schweif. Vom Eichhörnchen der Schwarf. Sie sind aber Bostadt. Ja, das, ich bin ein Bartiger. Hat aber keine Ahnung. Dann hat er einen Bart. Ein Barst. Ja, das müssen sie anders sagen. Baut, also bautig, ja. Ja, genau, ja. Das haben sie jetzt schlecht gesagt. Wenn jetzt die Blärme blühen, was ist dann? Wenn die Blumen blühen. Wenn die Blumen blühen. Jetzt haben wir es getestet, die Tiroler. Die waren gar nicht so lob. Auf jeden Fall besser wie ich. Aber das lernen sie auch noch. Die lernen es noch.